Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Manuel und ihr seid auf dem Kanal von Tatort Technik. Ja, hallihallo und herzlich willkommen an dieser Stelle noch einmal. Heute geht es wieder um den Epson XP860 Drucker. Und zwar haben wir ja noch die iPad-Einrichtung des AirPrints offen. Und das habe ich mir gedacht, das mache ich heute einfach mal wieder mit euch. Dafür werde ich jetzt als allererstes mal schnell hier kurz eine App öffnen, den Reflektor, damit ihr auch dann gleich das iPad sehen könnt. Und damit ihr dann auch seht, worum es denn so überhaupt geht, dann tue ich das Ding mal schnell einschalten. Sollte in den nächsten paar Sekunden dann auch irgendwann mal hier das iPad erscheinen. Und da ist es dann auch unterm Strich schon. Hier an dieser Stelle, Reflektor kann ich nur sagen, ist eine wirklich, wirklich super geile App, die tatsächlich das wirklich richtig cool spiegeln kann. Und jetzt schauen wir mal schnell, ob wir da noch die Größe noch mal ein bisschen anpassen. Ja, das passt schon, sehr schön. So, also ihr seht schon, hier ist das iPad. Die Epson-App selber, ich zeige euch das gleich auch nochmal hier, da die Epson-App selber, diese hier, die hat sich schon selber installiert. Das ist dieses Crossover-Zeugs. Wenn man es auf dem iPad oder beziehungsweise auf dem iPhone in meinem Fall installiert, dann würde es automatisch gleich auch auf dem iPad mit installiert. Also ist bei mir so eingestellt, funktioniert recht gut. Ich schalte euch auch noch mal schnell ein anderes Programm mit an, dass ihr auch seht, was ich dann alles so tippe, wenn ich was tippe oder hier, wenn ich dann irgendwas markiere. So, also wie gesagt, diese Printer-App ist schon installiert, die hat sich selber installiert. Jetzt werden wir es so machen, wir gehen jetzt einfach auch noch mal ganz kurz in die Notizen rein. Und ihr seht schon, da sind jede Menge Notizen und dann werden wir es so machen, wir werden da jetzt einfach mal eine neue Notiz erstellen. Und diese neue Notiz, die nennen wir jetzt einfach irgendwie, das ist eigentlich relativ egal. Neue Notiz. Und da schreiben wir mal Hallo YouTube rein. Oder Hallo Sausern. Sehr schön, Autokorrektur wieder, fantastisch. So, Hallo YouTube. So, und das ist dann auch unsere Botschaft heute, die wir jetzt drucken wollen. Also sind mir noch glatt ein bisschen die Worte weggeblieben. So, funktioniert ähnlich, sag ich mal, wie beim iPhone. Wir gehen da oben auf dieses File-Symbolchen und dann seht ihr schon, dann haben wir hier das Drucken-Symbol. Wir klicken hier mal auf Mehr und schauen mal, ihr seht schon, Drucken, Kopieren ist damit drin. Das könnte man jetzt dann noch, sag ich mal, verschieben. Brauchen wir aber in unserem Fall nicht. Ja, wenn man hier versucht, auf den Computer zu klicken, aber eigentlich auf dem iPad klicken müsste, blöd. So, wir schauen auch mal, ob man hier die App reinziehen kann. Ihr seht, auch hier ist es nicht möglich, die App reinzuziehen. Ist aber auch nicht das Problem, weil wir haben ja hier unten Drucken und Kopieren. Wir gehen einfach mal auf Drucken. Und ihr seht schon hier Drucker auswählen. Das heißt, hier ist noch nie irgendein Drucker drin gewesen. Wichtig ist, der Drucker sollte angeschalten sein. Ist der Drucker nicht angeschalten, werdet ihr auch da keinen finden. Da drücken wir einmal drauf, dann seht ihr schon Epson XP860 Series. Da gehen wir einfach mal drauf und ihr seht schon, schwups, die Wups, schon habe ich das ganze Teil wieder drin. So, ich habe jetzt rausgefunden, also ihr seht schon, hier kann man die Papiergrößen einstellen. Wenn dieses doppelseitig drin ist, dann oder raus ist, sagen wir es mal so, dann druckt er das immer von der Kassette 1. Also Kassette 1 ist im Prinzip diese Fotokassette, die kleine Kassette. Ja. Wenn ihr aber auf doppelseitig druckt, die Fotokassette kann er nicht doppelseitig drucken. Das heißt, dann zieht er automatisch aus der Kassette 2, ist es dann, das A4-Papier raus. Er druckt natürlich nur in dem Format hier, wie ihr das seht. Aber ich sage mal, das ist jetzt nicht so, dass er quasi dann das nicht auf das A4-Blatt druckt. Das war mir ja ganz wichtig. Wir probieren das gleich einfach nochmal aus. Ich gehe hier einfach nochmal auf Drucken. Und der Drucker ist jetzt im Standby, also der blinkt fröhlich vor sich hin. Jetzt startet der Drucker, das Aufklappdisplay fährt im Prinzip hoch und das automatische Ausschubfach geht jetzt raus. Das hört man gerade so ein bisschen wahrscheinlich im Hintergrund. Und jetzt zieht er im Prinzip unten das Papier und fängt das Drucken an. Und das sollte relativ schnell gehen und das geht auch relativ schnell. Und er druckt es ganz gut, es sieht wirklich toll aus. Also wie gesagt, er beschränkt es natürlich, hat natürlich links einen relativ breiten Rand, weil er das ja auf, ihr habt das ja gesehen, wenn ich hier nochmal kurz drauf gehe und nochmal schnell auf Drucken gehe, da seht ihr ja, das ist auf 110, also 11 cm mal 240.
In Deutschland so ein A4-Format ist irgendwo 297 mal Schlag mich tot. Und das heißt, das ist so ein dünner, also ich glaube sogar mal 240, aber so sicher bin ich mir da jetzt nicht. Also ihr seht auf jeden Fall, der Druck da nur so einen dünnen Streifen. Aber es geht ja nur darum, dass er überhaupt aufs A4-Papier druckt. So, damit hätten wir dann im Prinzip auch den Drucker schon eingerichtet. Ich gehe einfach noch mal ganz kurz aus der App raus, indem ich im Prinzip auf den Home-Button drücke. Und dann gehen wir jetzt einfach noch mal in die Epson iPrint oder ePrint, wie auch immer. Die lassen wir dann mal schnell aufmachen. Ihr seht schon, dann kommt jede Menge bla 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 bla. Sülz, Sülz, Sülz. Das lest euch bitte durch. Dann akzeptiert ihr es. Und ihr seht, die App ist im Prinzip genauso aufgebaut wie die App vom iPhone. Also es ist die identische App. Ihr seht schon, man könnte hier unter den Informationen die Nutzungsinformationen an Apps senden, wenn man denn das möchte. In meinem Fall möchte ich das einfach nicht. Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist im Prinzip alles, wie man den AirPrint-Drucker vom iPad einrichtet. Also ihr seht, da ist jetzt auch nicht wirklich groß was dabei. Zum Thema Drucken per Epson iPrint. Details dazu findet ihr in meinem iPhone-Video, wo ich das am iPhone einrichte. Das war jetzt einfach nur nochmal, um euch zu zeigen, wie man das AirPrint direkt am iPad einrichtet. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Sub über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich super freuen. Kommentiert mich, abonniert mich, schreibt mir eine Mail. Ich meine, Mittel und Wege gibt es genug, mit mir zu kommunizieren. Da werdet auch ihr mit Sicherheit eine Variante finden. Abonnieren, kommentieren. Ihr wisst, ich sage es in jedem Video mindestens zweimal, damit es auch wirklich gar keiner von euch vergisst. Und in diesem Sinne, einen wunderschönen Tag noch. Tschüss!